Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme von Duki Duki Literaturclub. So. Manchmal ist Deutsch doch einfacher als Englisch. Ich kann Literatur auf Englisch überhaupt nicht aussprechen. Das habt ihr jetzt gerade vielleicht auch gesehen. Egal. Wir schauen einfach mal, wie es hier weitergeht. Ich habe vor, nicht allzu lange aufzunehmen heute wieder. Also hier das Spiel. Ich habe jetzt schon ein bisschen was aufgenommen. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich wird es eh wieder in einer Stunde enden oder so. Keine Ahnung. Bei dem Spiel, da vergeht die Zeit so schnell. Ich weiß auch nicht warum. Aber es kann durchaus sein, wegen dem ganzen Übersetzen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich jedes Gespräch übersetzen soll. Denn das dauert halt einfach so lange und ich kann halt auch nicht alles hundertprozentig übersetzen. Gut. Deswegen, ich meine, weiß nicht, ob meine Zuschauer alle Englisch können, dass ich das gar nicht vorlesen muss. Ich weiß es ja nicht. Aber ich denke, ich werde es einfach so grob überfliegen und dann ein bisschen zusammenfassen, worüber die sich unterhalten. Einfach, dass es nicht so lange dauert und auch nicht so langweilig ist, weil die ganze Zeit übersetzen ist halt auch nicht wirklich so gut fürs Let's Play, finde ich. Deswegen, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal stehen geblieben haben. Stehen geblieben waren, so rum. Might as well let Jenny lower everyone's standards a little before I have to do it. Ach so, ja, okay, wir waren dabei, für dieses Festival zu üben, wo wir unsere liebsten Gedichte vortragen müssen. Und hier üben wir jetzt gerade eben vor anderen Gedichte vorzutragen. Und wir sind jetzt dran. Jeder hat seine Augen auf mich gerichtet und ich fühle mich wirklich sehr, sehr unwohl. Ich trage mein Gedicht vor. Und seitdem ich nicht so wirklich selbstbewusst über mein eigenes Schreiben bin, ist es hart für mich, Energie da reinzupacken. Aber trotzdem, als ich fertig bin, kriege ich trotzdem Applaus irgendwie. sorry, aber ich bin wirklich nicht so gut wie alle anderen hier. Mach dir nicht so viel Sorgen darüber. Okay, Natsuki ist die Letzte, die ein Gedicht vortragen muss. Yeah, yeah. Ich gehe ja schon. Wieso schaut ihr mich alle an? Weil du gerade präsentierst? Wie auch immer, das Gedicht hat den Namen Jump. Also springen. Natsuki atmet ein. Das war nicht so schlimm, oder? Leicht für dich, das zu sagen. Ach ja, natürlich, klar. Vor anderen Leuten das vorzutragen wird viel einfacher sein als vor deinen Clubmitgliedern. Ist schon klar, ja, doch. Sehe ich auch so. Kann mir dafür jedes x-beliebige Gesicht aufsetzen für andere Menschen.
Aber wenn es nur meine Freunde sind, ist es nur einfach unangenehm. Das ist eine Überraschung, Asuki. Ich denke, es würde genau andersrum für mich sein. Okay, es muss nicht unser eigenes Gedicht sein, was wir vortragen wollen. Ich bin schon ziemlich überrascht, dass du überhaupt so viel Einsatz für den Club zeigst. Das macht mich wirklich sehr glücklich. Ah ja, kein Problem. Also gut, Leute. Ich denke, das war's für heute. Ich weiß, dass das Festival bald vor der Tür steht, aber lass es uns versuchen, trotzdem Gedichte für morgen zu schreiben. Es funktioniert schon ganz gut und ich hoffe, wir können das so beibehalten. Und was das Festival angeht, werden wir gucken, dass wir morgen das Planen beenden und dann haben wir das Wochenende über Zeit, uns darauf vorzubereiten. Montag ist der große Tag. Entschuldigung. Oh, wir wollen Monika beeindrucken. Aha. Das ist ja interessant. Haben unsere kleinen Augen denn etwa Monika im Blick? Oh. Und Sayori hat, glaube ich, ihre Augen auf uns gerichtet. Naja. Okay, Sayori ist etwas stiller auf dem Heimweg als sonst. Okay, lassen wir uns mal so tun, als würde irgendwann Yuri dich fragen, ob sie mit dir nach Hause gehen kann. Was würdest du tun? Was für eine Frage ist das? Shit. Oh, okay. Dann lasst mich hier mal kurz bitte speichern. Ich würde mit Yuri nach Hause laufen oder ich würde immer noch mit Sayori nach Hause laufen. Oh, das ist komisch jetzt. Ich meine, auch wenn Yuri echt cute ist, aber Sayori ist halt unsere beste Freundin seit Jahren. Warum würden wir da dann plötzlich einfach mit Yuri nach Hause gehen? Kann ich nicht einfach irgendwie beide nehmen? Kann man nicht zusammen nach Hause gehen? Du denkst ehrlich, ich würde dich sitzen lassen für Yuri? Hä? Aber sie ist so hübsch und klug. Ich sehe sie aber schon in dem Club jeden Tag. Du scheinst das ja zu mögen, dass wir immer zusammen nach Hause gehen. Ich würde das nicht einfach ruinieren, deswegen. Du
nicht so blöd, Jenny. Du denkst manchmal zu sehr über mich nach. Ja, ich will das auch so. Stimmt, ja. Wir wissen ja gar nicht, ob Juri überhaupt hier auch diese Richtung läuft oder ob sie irgendwo ganz anders wohnt. Also. Ich weiß nicht, ob gerade Aufnehmen so toll für mein Handgelenk ist. Aber okay, ist eh schon kaputt, also was soll's. Wir können jetzt, glaube ich, wieder ein Gedicht schreiben. Ja. Ich möchte jetzt wirklich versuchen, Juri zu beeindrucken. Okay, gut. So weit, so gut. Nein! Gut. Nein. 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 Warum? Nein, das war doch so gut. Kann ich bitte noch mal loaden? Ja, danke. Ich mach das mal noch mal schnell. Ich save nochmal vor dem Gedicht schreiben, weil ich möchte nicht Sayuri haben. Ich möchte das nicht. Ja. Danke. Okay. Nein. 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 Okay, ich muss glaube ich so ein bisschen diese Nein. Es tut mir leid. Ich will das aber wirklich nicht mit Sayuri. Das ist einfach nur seltsam. Und die sind alle für Juri, das ist schon mal sehr gut. Danke. Kann ich hier eigentlich auch mittendrin saven? Leute, ich muss jetzt einfach das alles speichern. Sehr gut. Nein. Ich frage mich aber wirklich, warum wir nur die drei hier zur Auswahl haben. Warum ist Monika nicht da nicht mit dabei? Das frage ich mich tatsächlich wirklich. Okay. Ich sehe.
save hier nochmal kurz. Ja. Ah, oh, man. Ich bin schon wieder als letztes hier. Mach dir keine Sorgen, ich bin gerade auch erst gekommen. Warst du wieder Piano üben? Also Klavier? Ist das eigentlich das gleiche, Piano und Klavier? Ich glaube schon, oder? Irgendwie glaube ich das nicht so ganz, dass Monika die ganze Zeit jetzt, seitdem sie zu spät kommt, dass sie Klavier üben geht davor. Freut sich jetzt auf einmal auf das Festival, obwohl sie sich gestern noch darüber beschwert hat. Sehr seltsam. Ach so, aber sie freut sich nicht auf den Part von ihnen, sondern auf das Spielen und Essen über den ganzen Tag. Du hörst dich etwas wie Sayori an auf einmal. Was ist Squid? Einen Witz gemacht, den ich nicht so verstanden habe. Egal. Oh, sie sitzt da irgendwie in Trance. Also sie denkt, glaube ich, irgendwie nach und hat uns, glaube ich, noch gar nicht wahrgenommen. Alles okay? Natürlich. Wieso sollte es denn nicht? Es fühlt sich nur so an, als wärst du irgendwie ein bisschen nicht bei dir. Machst du ja zu viele Sorgen um mich. Mir geht's gut, siehst du? Sayori zeigt mir ein großes Lächeln. Das hört sich vielleicht etwas merkwürdig an, aber hast du irgendwas an Sayori bemerkt? Wie meinst du das genau?
Okay. Monika glaubt, dass wir der Grund sind, warum sie so seltsam ist und irgendwie nicht so richtig bei sich.